Nach dem verlorenen Klassiker sind wohl bei Julian Riasson die Nerven durchgebrannt. Er geht in den Katakomben im Signal Iduna Bad auf Kingsley Coman los. Genau das berichtet jetzt Sport 1. Alle Einzelheiten hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Eigentlich ist es ein Thema, das ich euch erst morgen präsentieren wollte, aber ich finde es knapp schon zu wichtig, um es jetzt euch hier zu verschweigen. Denn natürlich war das heute eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage. Das bestreitet ja auch keiner. Aber es gibt dafür natürlich auch Grenzen. Und dazu gehört für mich definitiv körperlich auf jemanden losgehen als absolute Grenze. Es war auch nicht so, dass Kingsley Coman sich hier irgendwas Krasses hat zu Schulden kommen lassen. Irgendeine Schwalbe, die jetzt das ganze Spiel entschieden hat. Nein, anscheinend war es grundsätzlich, dass die Nerven bei Julian Riasson blank lagen. Aber was ist jetzt eigentlich passiert? Der Norweger, der soll wohl minutenlang vor der BVB-Kabine gewartet haben. Dann hat er Serge Gnabry gesehen und fragt ihn wütend, "Where is your other winger?" Gemeint war natürlich Kingsley Coman. Serge Gnabry, der bringt wohl beide Spieler zusammen vor der Bayern-Kabine, fliegen dann richtige Wortfetzen. Riasson wird von einem BVB-Ordner beruhigt und geht dann auf 180 in die BVB-Kabine. Also da gab es wohl richtig Wörter, die hier aneinander geworfen wurden. Was genau da jetzt gesagt wurde, das ist nicht bekannt. Aber er soll da richtig auf ihn losgegangen sein. Es gab da wohl einiges zu reden. Klar, die beiden haben gegeneinander gespielt. Und man muss es auch so sagen, Riasson, der hat oftmals auch den Kürzeren gezogen, hat aber auch im Spiel gut ausgeteilt. Also ich muss nicht sagen, dass hier irgendwie Kings und Coman total unfair gespielt haben. Ich fand teilweise die Aktion von Riasson etwas drüber. Ja, ist ja wirklich in diverse Leute reingesprungen. Und ja, man muss es auch so sagen, Thomas Tuchel, der hat sich auch eine gelbe Karte wegen ihm abgeholt, weil er sich beschwert hat, dass er immer noch keine gelbe bekommen hat, obwohl er jetzt schon in diverse Spieler hineingesprungen ist. Klar, gehört irgendwo bei so einem Klassiker auch irgendwo mit dazu. Aber trotzdem finde ich es irgendwie komisch, dass er jetzt hier nach diesem 4:0, was jetzt ja auch wirklich keine Fragen aufgeworfen hat, bezüglich irgendwelcher fragwürdigen Aktionen, da gab es nichts mehr groß zu reden, da gab es nichts, was Kingsley Coman groß falsch gemacht hat. Ich weiß zumindest nicht, woran es gelegen hat. Was sagt ihr zu dieser Aktion? Eure Meinung gern in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.